Hallo zusammen, willkommen zu einer Folge von Brawl Stars. Die Season endet in 9 Tagen und das ist ja im Grunde immer ein Zeichen dafür, dass bald der nächste Brawl Talk ansteht. Und mit der neuen Season kommt ja auch höchstwahrscheinlich einer, wahrscheinlich sogar zwei neue Brawler ins Spiel. Und damit ich meine Chancen erhöhe, auch einen neuen Brawler zu kriegen, habe ich jetzt schon ein bisschen weiter gesuchtet. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Megabox, zwei Megaboxen, drei Megaboxen und wenn wir mal in den Shop gucken, 4 Megaboxen. Wir hätten jetzt 4 Megaboxen und so noch ein paar Kisten. Und das erhöht zumindest unsere Chance, dass wir was ziehen. Ich will meine Chance aber noch ein bisschen weiter erhöhen. Deswegen hole ich mir hier mal kurz den Markenverdoppler. Und ja, ich weiß, Bardo, wenn du die Juwelen sparst, dann kannst du dir nächste Season den Battle Pass holen. Ist mir egal. Mir ist es wichtiger, dass wir hier Level 69 erreichen. Und du fragst jetzt bestimmt, Bardo, das ist schon gut, aber was machst du heute im Video? Heute im Video werde ich mir einen Skin kaufen, wo ich von Anfang an gesagt habe, den hole ich mir nicht. Denn ich hole mir heute einen Skin, der ist 2019 ins Spiel gekommen. Und zwar hole ich mir heute den Gold Mecha Crow Skin. Leute, die mich länger verfolgen, die werden wissen, ich habe immer gesagt, Leute, ich hole mir keinen Skin für 50.000 Starpunkte. Weil Leute, das ist doch, ihr müsst mal überlegen, das Spiel ist schon so lange draußen. Es gibt erst 2 Gold Skins. Es werden bestimmt noch mehr Skins kommen, die 50.000 Starpunkte kosten. Okay, war eine gute Aussage, ne? 2020... nichts passiert. 2021, bis jetzt nichts passiert. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe einfach keinen Bock mehr zu warten. Boom. Okay, ja. Ich hätte mir auch den für Bau holen können, aber der für die Krähe war jetzt im Shop. Und wie ich mein Glück kenne, 2 Jahre lang ist kein neuer Goldmecher-Skin reingekommen. Ich wette, jetzt, nachdem ich dieses Video gemacht habe, wird mit dem nächsten Update zu 100% neuer Goldmecher-Skin ins Spiel kommen. Und dann würde ich sagen, springen wir mal kurz mit dem goldenen Skin in jeden Modus und zerstören ein bisschen. Und ich finde es übrigens komisch, dass der Brawl Talk noch gar nicht angekündigt wurde. Weil allein vom Timing her hätte ich eigentlich gedacht, dass der Brawl Talk vielleicht morgen schon rauskommt vom Timing. Weil morgen sind es 8 Tage davor. Das wäre doch eigentlich sehr supercellig. Das würde doch eigentlich gut passen vom Timing. Aber nee, anscheinend kommt der sehr knapp vom Ende der Season raus. Bibi hat einen Fehler gemacht. Ich habe den größeren Fehler gemacht. Gute erste Runde, ne? Ich hätte den Schild aktivieren sollen. So, der ist vergiftet. Das heißt, wir wissen zu jeder Zeit, wo er ist. Noch besser, der ist fast tot. Ich darf ihn jetzt aber, glaube ich, ne, er stirbt schon so von sich. So. Der ist ein Bull. Der, oh. Der schluckt auch ganz gut Schaden. Sogar so viel, dass er gleich eigentlich tot ist, wenn er nochmal angegriffen wird von jemandem. Ja. Ich kann da leider nicht ganz hingehen. Ich habe noch den Sprung. Oh, da unten ist ein Tick der Teams. Ich könnte ihn easy killen, ehrlich gesagt, mit welchen anspringen würde. Aber ich will ehrlich gesagt gar nicht springen. Weil es zu viel Risiko ist. So, jetzt. Ah, ich spring trotzdem mal. Nein, der Sprung war schlecht. Oh nein. Vor allem Team, der hat, ne? Er und Colette. Colette haut ab. Kommt wieder. Hi. Ich habe 400 Leben, ich hau mal ein bisschen ab. Colette ist gestorben, let's go. Aber ich glaube, Tick hat das eingesammelt, ist das Ärgerliche. Wir haben jetzt keinen einzigen Tick, okay. Ich muss mal super kriegen und dann wird das Giftgas ihn schon zu mir drücken. Ich lasse ihn mal noch ein bisschen näher kommen, soll er müsste jetzt ganz nah sein. Ja, sehr gut. So. Easy. Leichte Arbeit. Ja! Ich habe ja wirklich Motivationsprobleme gehabt, das Spiel zu spielen. So zweite Hälfte 2020, Anfang 2021. Aber inzwischen bockt das Spiel schon wieder. Also, ja gut, war halt jetzt eine wirklich lange Pause. Und das Spiel war ja auch nie schlecht. Ich habe nie gesagt, dass das Spiel schlecht ist. Ich habe immer gesagt, es gibt ein paar Dinge, die mich stören am Spiel, die nicht gut gemacht sind. Ist ja auch okay Kritik bei einem Spiel, was so lange existiert. Natürlich findet man da Dinge, die man schlecht findet, aber ich habe nie gesagt, das Spiel ist ein schlechtes Spiel. Ich habe immer gesagt, man kann Spaß mit dem Spiel haben. Deswegen, ein paar Leute haben das vielleicht ganz gerne mal verdreht und wollten mir dann irgendwas anreden. Knockout habe ich jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Ich habe irgendwie nicht den Sinn gesehen im Modus, weil das Ding ist, es warten einfach alle. Keiner spielt diesen Modus. Alle warten einfach, bis die Gegner irgendwie dumm reinpushen und wollen dann halt was machen. Aber keiner macht was. Oh, jetzt wird teleportiert. Nope. Doch. Einer hat sich teleportiert. Knockout-Sieg. Ja. Hinterher. Ist nur ein Fake. Oh Gott!
Dann super müsste ich aber aufladen. Und sobald sie aufgeladen ist, ist sie tot. Ja. Bye bye. Nogod ist zu leicht. Nogod ist zu leicht und nicht taktisch genug. Also übrigens, in meinem Club ist noch ein Platz frei. Ihr braucht halt nur 25.000 Trophäen oder mehr. Wir haben es so hochgestellt, weil als es niedriger war, sind ganz oft noch Dullis in den Club gekommen, die einfach missgeschrieben haben und so. Und je höher du bist, desto höher ist ja die Chance, dass du halt ein Suchti bist und nicht halt irgendein Spinner. Gehen wir mal in Lieblingsmodus, Belagerung. Achso, und auch wenn mir das Spiel jetzt wieder mehr Spaß macht, ich werde es nicht suchten so weit, dass ich einen Brawler auf 1000 Trophäen push. Da müsste man mir echt Geld bezahlen, wenn ich das mache. Weil das ist so ziemlich das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, auf 1000 zu pushen. Das macht mir null Freude. Das macht mir das Gegenteil von Freude. Dumm vom Generell Mortis in diesem Modus zu spielen, keine gute Idee. Generell Shell in diesem Modus zu spielen, keine gute Idee. Die Gegner haben im Grunde nur einen einzigen guten Brawler. Der Rest ist Müll, was die alles ausgewählt haben. Muss man echt sagen, das... Gegner sind nicht die klügsten. Ich tank mal ein bisschen. Ich hab's ein bisschen übertrieben mit dem Tanken. Aber generell zu tanken, keine schlechte Idee. Und hätte Jesse in einen Schuss nicht verfehlt. Und wäre ich nicht gestorben, hätten wir jetzt sogar schon gewonnen. Kriege ich 18% Schaden hin, wenn ich kamikaze-mäßig den Gegner angreife? Never mind, Penny die Frage schon beantwortet. Ja. Ja, Belagerung ist einfach, ist ein schöner Modus. Oh, besiege 9 Gegner im Modus Brawl Ball. Das Problem könnte sein, Gegner wirklich auch zu besiegen und nicht nur Schaden zu machen. Oh, das sind 2 Gegner auf einen Haufen. Beide tot. Und das müsste ein Tor sein. Let's go. Ich dachte, der pusht mich mehr. Ist aber komplett zurückgerudert. Okay. Für mein Team, Kamikaze! So. Ich wollte den El Primo wegmachen, weil ich war mir nicht sicher, ob mein Team weiß, dass da ein El Primo ist. Und der hätte halt einen bösen Überraschungsangriff machen können. Deswegen habe ich mich jetzt lieber selbst geopfert und den El Primo mitgenommen, als dass irgendwas Dummes passiert. Mach den Ball mal dahin. Hallo. Oh, das war ein bisschen wild von mir. Hallo. Sorry. In 3 Gegner reinspringen. Nicht die beste Idee. So, die Bi hat immer denselben Move gemacht. Deswegen habe ich da jetzt einen Konter mal gemacht. Und das könnte schon der Sieg sein, ehrlich gesagt. Yep. Dankeschön. Aber ich muss Gegner killen, ne? Das heißt, eine kurze Partie ist gar nicht das, was ich will. Ja, besiege 9 Gegner. Ich hätte mal nicht... Egal. Yep. Oh, gekillt. Ist down. Ich muss kurz ein bisschen regenerieren. Das war jetzt dumm vom Timing. Hat mir nichts gefallen. Okay, Jackie down. Okay. Ich lasse den Ball mal da liegen. Dann kriegen die Gegner zumindest... kassieren wir keinen Konter. Und wir können das Feld hier ganz gut kontrollieren von da. Ich glaube... Ich spring. Ich wollte es jetzt anders machen, aber dann habe ich gesehen, dass beide low sind. Und den Schuss habe ich verhauen. Ah, ich bin so schlecht. Sorry, Team. Ich bin so schlecht. Okay, jetzt muss ich mir noch Hotzone angucken. Dann habe ich wirklich jeden Modus gesehen. Okay, Duo Showdown habe ich mir noch nicht angeguckt. Müssen wir auch noch machen, ne? Okay, das und Duo Showdown, dann haben wir wirklich alles uns angeguckt. Mit den Goldmecher Quo. Und, ja. Wenn jetzt wirklich ein neuer Star-Power-Skin ins Spiel kommt, dann könnt ihr euch bei mir bedanken, weil dann habe ich es beschworen quasi, indem ich den geholt habe. Ein bisschen riskant, was ich jetzt mache. Ich mache mal Doppeldruck. So. Ich bin jetzt bereit gewesen zu sterben, aber... Ja. Ich habe Gegner hinten gehalten. Und ich habe, glaube ich, fast noch Code geholt. Das war in Ordnung. Auch hier haben wir gewonnen. In der Regel kriege ich immer einen, der ganz gerne in 2, 3 gegnerische Teams reinrennt. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Die Kombination Dynamite und Krea ist nicht unbedingt eine Gewinnerkombination. Ein Teammate, der in Busch läuft, ohne vorher zu checken, ob da vielleicht nicht einer drin ist, ist keine Gewinnerkombination. Aber, das geht ja klar. Das ist okay. Heißt, da ist einer sehr low. So. Machen wir kurz das. Ja, war nötig, sonst wäre ich gestorben gerade, legitim. Abstand. Level 6, stabil. Guter Hit. Ist down. Let's go. Ich beschieße kurz hier unten rein. Ja. Flankieren. So. So, let's go. Sollten wir gewonnen haben. Level 9 ist so stark, das sollte reichen, ehrlich gesagt. Für vieles, wenn wir nicht jetzt... Wow. Dynamite, ich
Sorry, ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich könnte den Ka- Das kann ich machen. Sorry, ich sammle es auch kurz ein. Ich hätte früher springen können, sorry. So, wir tanken uns einfach mal durch mit dem Schild. 32 Leben war nicht der richtige Call. Oh, weiter Sprung. Okay. Eieieiei. Lass meinen Dynamic-Freund in Ruhe. So, der ist down. Ah, nein. Okay. Oh Gott. Oh, pff, das war knapp. Eieieiei, das war aber eine gute Partie. Und uns fehlt jetzt noch ein Sieg, dann wäre die Gräber 600. 600 ist ein bisschen cooler als Zahl als 593. Wir machen noch eine Partie. Okay, die Piper ist ziemlich tot. Search Level 7. Ich gehe mal da ein bisschen auf Abstand. Ich hoffe, dass der ein bisschen... Oh, ja, sehr gut. Sehr gut. Der hat auch gerade sein Gadget eingesetzt. Das heißt, der stirbt jetzt da oben. Das heißt... Ah, nein, wieso habe ich... Ich hätte gedacht, die regeneriert. Shoutout, Adelin, Shoutout. Ich hätte gedacht, du spielst viel, viel vorsichtiger. Und halt feiger, wie alle anderen. Aber du hast die Offensive gesucht. Shoutout. Ich denke, ich habe jetzt hier einen Zauber beschworen. Der macht das im nächsten Update. Ein Gold-Mecha-Skin ins Spiel kommt. Ein Mecha-Brock für 50.000 Star-Punkte wird mit dem nächsten Update ins Spiel kommen. Safe Call, Leute. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt schon in den nächsten Tagen der Brawl Talk, weil eigentlich der steht an. So, der müsste wirklich jetzt in den nächsten 3-4 Tagen zumindest angekündigt werden. Und dann sehen wir uns dann aber bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und ciao.